Ein herzliches Willkommen zu unserem nächsten Einsatz. Wir sehen hier über die Hyperwellenverbindung, haben wir ein UFO entdeckt, und zwar in Deutschland. Da müssen wir auf jeden Fall hin. Als UFO-Klasse haben wir hier Entführer, oder bekommen wir hier angezeigt Entführer, 15 Aliens als Besatzung. Das Ziel der Aliens ist es, Menschen zu fangen. Ja, als Spezies haben wir dabei Insektoid-Anführer Muton, Cyberdisk-Drohne Muton Berserker und die Chrysalid. Wir müssen da auf jeden Fall hin. Ich habe natürlich ein Team schon vorweg zusammengestellt, wieder wer als nächstes an der Reihe ist. Da werde ich auf jeden Fall nochmal Ubi als Sturmeinheit mitnehmen. Dann als nächstes Timson wird mitkommen, in der Hoffnung, dass er richtig gut drauf ist. Und oh scheiße, da müssen wir erstmal gucken, dass wir da nochmal irgendwie die Rüstung tauschen können. Da muss ich gerade mal hier rein, das mal umstellen. Entfernen, Timson bearbeiten. Dauert jetzt ein kurzes Momentchen. So, das hätten wir. Oh, da haben wir sogar das leichte Plasmagewehr, was da mit reinfließt. So, hier haben wir sogar eine Alien-Granate, die wir mitnehmen können. Da wären wir jetzt als Sturmeinheit, Sturmeinheit. Da gucke ich jetzt nochmal, was machen wir hier. Also 15 Aliens, das ist natürlich schon wieder richtig heftig. Ich weiß noch, die Alien-Basis hatte 22. Also da kommt einiges auf uns zu. Was probiere ich, was versuche ich? Gehe ich da hin und nimm den Pulsbogen mit? Oder nehme ich ihn nicht mit? Das ist die Frage. Na, so, Pulsbogen mit rein. Ich nehme einfach mal mit. Vielleicht haben wir die Chance, nochmal die ein oder andere Einheit zu betäuben und mitzunehmen. Was brauchen wir noch? Wir haben jetzt Reka am Start, welcher mitkommt als Unterstützungseinheit. Der ist komplett ausgerüstet mit den Medikits. Kurz reinschauen, ob das alles soweit passt. Das passt alles soweit. Dann als schwere Einheit geht Sixco nochmals mit der Nanofaserweste. Das passt eigentlich auch soweit. Dann nehmen wir mit Yashi Games auf jeden Fall. Auch mit der Nanofaserweste, wobei hier die Rüstung, sehe ich gerade, so können wir den nicht mitnehmen. Da müssen wir gerade mal schauen. Bewaffnung. Da müssen wir die Rüstung hier tauschen. Und der hat auch noch die alte Plembe. Müssen wir auch die Waffe tauschen. Machen wir hier entfernen und bearbeiten. So, Rüstung an als Waffe, den schweren Laser. Der Rest müsste eigentlich alles so weit okay sein. Wobei, wir könnten hier auch mal noch die Alien-Granate mitnehmen. Oh, das sind sogar zwei, kriege ich hier angezeigt. Das ist ja okay. So. Und als letzte Einheit habe ich natürlich einen Scharfschützen, den wir auf jeden Fall mitnehmen müssen. Und das wäre Programmer Not Reloaded. So, bearbeiten. Das müsste eigentlich alles soweit passen. Hier natürlich die Rüstung. Er wird sich natürlich zurückhalten, deshalb lasse ich hier die etwas schwächere Rüstung an, weil er sich ja größtenteils im Hintergrund aufhält. Okay. Ich denke, wir haben es soweit. Also, wir haben zweimal Sturm, einmal Unterstützer, zweimal Schwer und ein Scharfschütze. So gehen wir in Einsatz. Wir landen. Ich denke, das wird ein sauschwerer Einsatz. Unser Zielgebiet liegt nahe der deutschen Grenze. Berichten zufolge ist das UFO in einem dünn besiedelten Gebiet gelandet. Wir müssen hellwach sein und die Invasoren eliminieren.
Ja, warum zwei schwere Einheiten? Ich habe mir gedacht, bei 15 Gegnern brauchen wir auf jeden Fall den Raketenwerfer. Da geht kein Weg mehr dran vorbei, dass wir den auch einsetzen. Und hier haben wir Operationsname Erster Traum. Finden Sie, neutralisieren Sie alle gegnerischen Einheiten, finden Sie das UFO und verschaffen Sie sich Zutritt. Tipp: Vorsicht, wenn deine Gegner Granaten einsetzen. Wenn du dann deinen Trupp auf einen Haufen zusammenziehst, kann das katastrophal enden. Ja, das wissen wir. Das haben wir das letzte Mal gesehen im letzten Einsatz. Da haben wir ja schon mal eine Granate vor die Füße gekriegt. HQ, hier spricht Big Sky. Sind in Position und erwarten weitere Befehle. Roger, Big Sky. Strike One, Freigabe zum Einsatz erteilt. Rückt mit äußerster Vorsicht vor. Wir wissen nichts über die Feindstärke vor Ort. Ja, doch, aber das wissen wir dann doch eigentlich schon ein bisschen, die Feindstärke. Weil unsere Hyperwellenverbindung sagt uns ja 15 Gegner. Gut, das sieht hier ganz gut aus. Ich denke mal, hier kann ich ganz gut Deckung erstmal beziehen. Aber natürlich gehe ich erstmal mit meinen schweren Einheiten vor. So. Hier gibt es volle Deckung. Die nehme ich natürlich erstmal. So, mein Scharfschütze. Den versuche ich ja da oben drauf irgendwo zu platzieren, dass er von oben runterschießen kann. Und da haben wir einen Gefechtsscanner. Den setzen wir dann in der nächsten Runde ein. Da mache ich mal einen Feldposten drauf. So, nächste schwere Einheit hier oben drauf. Und Timson. Okay. Was hat man also gut? Wir haben sie gehört. Jetzt mache ich Folgendes. Ich nehme jetzt erstmal meinen Scharfschütze. Und rücke bis dahin hinter die volle Deckung. Wow. Was ist denn hier los? Jetzt haben wir noch die Möglichkeit auf einen Gefechtsscanner. Den werfen wir jetzt erstmal. Und zwar hier rüber. Sehen wir mal nach. Da haben wir auch schon die ersten Gegner. Okay. Soweit, so gut. Das heißt, wir bringen uns hier in Position. Nächste schwere Einheit. Hier hin. Ja, Timson, unsere Sturmeinheiten. Wo platziere ich die am besten? Gut, der passt dahin. Der geht dahin. Enrique. Okay. Da stehen schon mal drei. Das UFO ist natürlich top in Schuss. Also wir sollten schon gucken, dass wir jetzt nicht hier in arg so großen Schaden verursachen. Mir wäre es lieber, wenn wir im freien Feld. Ich denke mal, dass da eh noch welche angreifen. Ich gucke jetzt erstmal, dass ich die eventuell anlocken kann. Wer ist denn hier jetzt dran? Hier. So, ja, guten Raketenstart könnte ich hier natürlich schon. Ja, da komme ich noch nicht mehr bis hin. Okay, dann bleiben wir hier erstmal auf Feldposten. Mal gucken, was unsere Scharfschützen oder was unser Scharfschütze sagt. Ich habe diesmal ja nur einen dabei. Ah, die lasse ich alle auf Feldposten. Okay, unser Scharfschütze kann auf jeden Fall einen Schuss setzen. 100-100, das ist ja richtig geil. Also das scheint eine richtig geile Entfernung zu sein, wo er richtig was bringen kann. Feindgesicht erledigt. Okay, wir scheinen einen Gegner kalt gemacht zu haben. Da hat es gerade wieder gehangen. Wir hatten auch im letzten Match einen Bug. Da stand der Muton mitten auf dem Feld, obwohl er gar nicht mehr da war.
Okay, wir sind wieder dran. Die sehen uns noch nicht. Wir halten hier die Stellung. Wir machen uns überhaupt gar keine Hektik. Wir lassen die erstmal rankommen. Bin wieder da. Ich lade nach. Okay, da scheint was zu kommen. Ich glaube, ich habe was gehört. So. Warum? Ich kapiere das schon wieder nicht hier. Also teilweise denke ich, ich habe hier vor kurzem ein Update gehabt, dass es hier schlechter läuft wie vorher. So, hier werfen wir mal einen Gefechtsscanner hin. Scanner läuft. Ja, schade. Okay, wir haben die zwei Scanner raus. Also da scheinen auf jeden Fall welche zu sein. Moment, die Sturmeinheiten. Ja, hier runter ist natürlich ziemlich offen alles. Ich verlagere mal einen hier rüber. Einer lasse ich hier. So, hier können wir im Moment überhaupt nichts sehen. Hört ihr das? Also die scheinen uns schon zu frustriert haben. Ich glaube, ich habe was gehört. Okay, jetzt geht's los. Jetzt geht's los, Leute. X-Ray neutralisiert. Okay, das passt richtig. Geil mit Bro Gamer Not Reloaded. Das war der zweite, den wir gekillt haben. Das ist der dritte, den wir gekillt haben. Sind wir in der Reihe. Okay. 170. Gucken, ob es ausreicht. Jawohl. Okay, das ist der vierte. Also, das passt extrem geil. Und unser Scharfschütze macht hier zu Anfang von der Mission richtig gute Arbeit. Wir haben schon 4 Kills. Das heißt, wir haben noch 11 auf dem Feld. Jetzt machen wir eine Runde Stillschweigen, beziehungsweise erstmal nachladen. Hier laden wir nach. Hier laden wir nach. Okay, dass wir wieder aufgefüllt sind und schauen erstmal, wo wir eine Aktivität reinbekommen. Im Moment gar keine. Tja. Also ich will auch jetzt nicht hier, dass es euch so langweilig ist, aber das lief ja eigentlich schon ganz geil im Moment. Und von der taktischen Komponente her würde ich gern noch eine Runde warten. Also 4 Mutons sind schon mal weg. Das ist ja eigentlich schon mal geil. Dann machen wir hier einmal nochmal nachladen. Da haben wir die nächsten. Das ist doch schon mal geil. So, jetzt stellt sich die Frage. Der hat den Feldposten geschaltet. Reflexschuss. Ja gut, mit der Schrotblende können wir da natürlich auf die Entfernung nichts anrichten. Okay. Eine Drohne, Nummer 5 war das. Und jetzt sind wir an der Reihe. Nummer 5. Scharfschütze. Welche Möglichkeit haben wir? 100-0, aber wir müssen schießen. 5 im Abzug. Das passt soweit. So, wir machen mit Reka, gehen wir auf Feldposten. Was wird er machen? Er wird mit Sicherheit vorziehen und auf jemanden schießen, da wir hier vorne nur halbe Deckungen haben. Aber wir werden auch die Möglichkeit haben, durch den Feldposten, wenn wir den Ball drauflegen, ihm nochmal Schaden zuzufügen.
Also, machen wir alles erstmal auf Feldposten. Ja, den lasse ich da stehen auf der rechten Flanke. Er zieht nicht vor. Hier habt ihr nicht drauf. Okay, es gibt einen Reflexschuss. Ja, ist klar. Auf die Entfernung haben wir ja eben schon mal gesprochen. Aber die nächste Drohne, eventuell kriegen wir die noch runter. Schade. Vorbei. Nächste. Oh, das geht alles vorbei. Warum schießen die jetzt alle vorbei? Jetzt repariert er den. Na geil. Ja, das ist natürlich kacke gelaufen. Okay, was haben wir hier jetzt? Wir können hier auf jeden Fall einen Präzisionsschuss. Da werde ich aber auf den Disk gehen. Ach nee, bitte nicht solche Fehler. 12 kritisch. Okay. Das war natürlich, wie hat das denn jetzt ausgesehen? Der zielt in eine ganz andere Richtung und schießt nach hinten. Das ist natürlich überhaupt nicht schön anzuschauen. Aber egal. Könnt's im Moment nicht ändern. Daneben. Bitte mach jetzt diese scheiß Sonde weg. Okay, die Sonde ist weg. Das heißt, 6 haben wir weg. 6 haben wir weg.